Intruder, Intruder. Ein Eindringling. Wie ihr seht, klappt die Monsterfalle vorzüglich. Leider hat die Monsterfalle den Nachteil, gleichzeitig mein Wohnzimmer zu sein. Oder beziehungsweise mein Schlafzimmer. Wo willst du denn jetzt überhaupt hin? Ja, super. Und jetzt? Was passiert denn hier? Building Terrain? Na, das war ja lustig. Ich habe jetzt einen Schreck gekriegt und dachte, ich wäre jetzt sonst wo rausgekommen. Ja, willkommen erstmal zur Folge 25 der Let's Play Minenarbeit. Ihr seht schon, ich hatte euch versprochen, eine Spezialfolge abzuliefern. Der Kampf hier, der passt schon einigermaßen. Ich brauche mein Schwert, mein Schwert, mein Schwert. Ach, hol doch ab, du hast Fuß gehoben. So. Mann. Manchen Leuten muss man auch wirklich alles erklären. Schnell noch ein Häppchen einwerfen. Und dann noch... Oh, die Sonne geht auf. Ja, das trifft sich ja sehr gut. Da habe ich noch ein bisschen Zeit, mein Inventar kurz zu sortieren. Und mein Mikrofon näher ran zu rücken. Damit ihr mich auch hören könnt. Denn ich spreche heute etwas leiser. Weil ich mich schon mal einstimmen muss auf das, was gleich kommt. Bevor es dann soweit ist, werde ich euch aber erstmal von meinem neuen Hobby erzählen. So, noch ein bisschen hier, noch ein bisschen da. So, die Pfeile möchte ich gerne da vorne haben. Die Federn, die bringen wir unten mal so ein bisschen in die Kiste. Kuschelecke wird natürlich auch noch verschönert, das ist klar. Hier unten habe ich ein bisschen ausgebaut inzwischen. Das kennt ihr schon aus dieser Preview-Folge von letztens. Was wollte ich? Ach ja. Richtig. Federn abliefern. Sonst auch noch ein bisschen Futter mitnehmen. Auf Schweine sollten wir dann auch nachher mal wieder abschlachten. Auf brutalst mögliche Weise. So, einmal gucken. Die Luft scheint rein zu sein. Also. Das ist ja sehr schön. Dann können wir loslegen. Und zwar möchte ich euch erstmal von meinem neuen Hobby erzählen. Das ist klar, das neue Hobby. Das geht so. Ja, mit... Knochenmark, hätte ich was gesagt. Mit Knochenmehl kann man nun, und das finde ich super, das Gras wachsen lassen. Auf jedem Grasblock. Also auch überall in der Welt. Auf neuen und auf alten Chunks. Ja, und das ist wirklich eine tolle Anwendung für... Ja, ist aber gut. Ja, wunderbar. Und? Jetzt bist du tot und ich nicht. So. Kleiner Spezialeffekt, daran müssen wir uns jetzt gewöhnen. Wir brauchen natürlich dann durch diese neue Technik, lieber Notch, das hast du wirklich gut gemacht, wenn du mal alle deine Updates immer so schön von Anfang an konsequent durchdenken würdest und das nicht alles mal so nachliefern würdest auf Bitten und Drängen, dann wäre das alles viel schöner und das ist ja jetzt genau so, sollte Minecraft funktionieren. Ja, völlig logische und tolle Nahrungsketten, hätte ich jetzt gesagt. Habe ich auch gesagt. Ja. Auf jeden Fall brauchen wir dafür natürlich viele Knochen. Alles klar. Und dann ist natürlich sehr von Vorteil, wenn man einige Spawner hat. Und ich habe da mal was vorbereitet. Und damit sind wir beim Thema, eigentlich ein Thema dieser Folge. Ich hoffe, ich kriege das zeitlich alles auch noch hin. Hups. Prima, das hat geklappt. Jetzt nicht so laut, Leute, denn der Minenarbeiter Krischi war so freundlich, mir einen Screenshot zu senden. Na, ein Screenshot zu senden mit einigen Pfeilen und lustigen Markierungen. Der hat hier nämlich direkt in der Nähe von unserem Wohnturm so diese Höhle hier ausgemacht. Ich war hier schon mal drin, wie ihr seht, ne? Also, das war jetzt nicht Krischi oder was, der die Fackeln hier hingestellt hat, ne?
weil ich mir das erstmal in Ruhe angucken wollte, denn wir haben ja in dieser Folge hier heute noch mehr zu tun und ich wollte das jetzt hier nicht alles. Und das mit dem Dynamit, das war rein wegen der Dramaturgie, ja, der absolute Knalleffekt. So. Ich bin hier ein bisschen nach einfach den Gang angelaufen, habe mich rechts orientiert, ja, und gehe jetzt hier auch noch weiter nach rechts und da seht ihr auch schon das Gemäuer. Ja. Hier haben wir also einen schönen Dungeon, den könnt ihr euch selber mal angucken. Hier ist im Moment gar nichts los, was weiß ich warum. Normalerweise, es wird ja immer gespawnt, wenn man im Umkreis von, da ist schon einer, 16 Blöcken ist. Und das heißt nach oben, wenn man da über die Wiese laufen, dann müssten hier eigentlich immer Viecher spawnen. So, ich versuche jetzt mal einfach da schon mal, das geht jetzt nicht. Okay. Mal eine Fackel reinstellen. Vielleicht hört das dann auf. Ah, da komme ich jetzt nicht gut ran. Doch. Es ist leider nur ein Zombie-Spawner. Ihr wisst, dass ich nicht so auf die Zombie-Spawners stehe. Ne? Wegen der Federn. Das ist jetzt im Moment natürlich noch interessant, weil wir von allem noch unheimlich viel brauchen. Aber auf Dauer sind natürlich Skelette am interessantesten. Jetzt wollen wir gucken, ob wir noch was finden. Das hole ich mir alles später hier, das Zeug. Darum kümmern wir uns jetzt nicht. Denn wir wollen ja ein bisschen gucken gehen. Und zwar hat die Minenarbeiterin Aska Lane direkt vor unserer Nase. Also da ist unser Wohnturm. Und hier, das war mir immer schon verdächtig, dieses eckige Loch hier. Und Elaine hat sich mal die Mühe gemacht, ist da runtergetaucht. Ich war da inzwischen auch, hab etwas Sand beiseite geschaufelt und diesen Spawner unter Wasser gefunden. Direkt vor unserer Nase. Und wenn ich jetzt irgendwie richtig gucke, ich muss nochmal eben hoch. Komm, irgendwie ist da ein Sog. Ich komme da nie so hoch. Wenn ich richtig gucke, ist das ein Spinnenspawner. Ne? Ein Spinnenspawner, oder seht ihr da was anderes? Ich meine, es ist eine Spinne, die da drin rumkreiselt. Und das ist natürlich sehr praktisch. Also, ich denke mal, hier werde ich doch mal irgendwas an diesem See machen müssen. Dass wir hier mal so eine kleine Spinnenfabrik herstellen. Beziehungsweise erbauen und die für uns dann Dinge herstellt. Nämlich Spinnenfaden. So. Es geht weiter in die Richtung, denn Elaine war unheimlich fleißig. Ihr hat mir also wirklich dieses handschriftliche Ding hier, diesen Plan geschickt. Und das finde ich natürlich klasse und da werde ich jetzt einfach mal versuchen, noch einen Spawner zu erreichen, den sie da entdeckt hat. Das ist ein Stückchen. Das geht da hinten lang. Ich mache mal einen kurzen Cut, damit wir das auch irgendwie noch schaffen. So, ich bin jetzt beinahe da. Müsste ich jedenfalls. Ja, genau. Ich bin hier auch schon mal, inzwischen kenne ich den Weg jedenfalls schon. Ich bin hier auch schon mal lang gelaufen, habe mir hier noch so eine kleine Unterkunft gebaut für die Not. Hier irgendwo allerdings, weiß ich jetzt nicht, muss ein Höhleneingang sein. Ich schätze mal hier unten, wo wir in dieses Loch reingucken. Was ist das denn da hinten? Ach, hier gibt es auch noch Viecher am helllichten Tag, ne? Uah. Das soll ich jetzt natürlich nicht. Ah, das ist natürlich wieder gefährlich jetzt hier, ne? Ich zittere vor Angst. Wie ihr wisst, fürchte ich mich vor nichts. Außer vor Skeletten. Boah, wo geht's denn hier lang? Irgendwo? Hinten? Da unten? Wer weiß es? Wer weiß es genau? Oh, es wird dunkel. Oh nein, oh nein, oh nein. Ah, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hier ist ja sowieso schon alles voller. Mann. Ja, ja, ja. Ja, also. Ich renn mal hier rein. Ich habe. Ne?
prophylaktisch wie ich bin, unterwegs einen Baum umgehauen. Und jetzt stelle ich mich gerade dumm an, wie immer, wenn es darum geht, in meinem Inventar rumzuspielen. Ich baue schnell eine Bank, eine Tür und ein Bett. Und dann bin ich gleich zurück. So, mehr braucht der Minenarbeiter nicht, um glücklich zu sein. Eine kleine Kammer im Stein. Ein Bett und das war's. So, Waffe zur Hand. Der nächste Morgen beginnt vielversprechend, keine Monster zu sehen. Allerdings auch kein Höhleneingang. Was ist denn hier noch unten drunter, unter mir hier? Da, ja, dahin, dann kommen wir auch wieder hier hoch. Oh. Oh, 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 ja, ich weiß, die Fackel, ne? Wieder mein Trick, immer rechts. Bin gespannt, ob wir Elaines Dungeon finden. Vielleicht kann der junge Mann uns da vorne den Weg zeigen. Hör mal du, geht's hier zum Dungeon? Na, gesprächig warst du ja nicht gerade. Kohle haben wir auch gefunden. Das ist schon mal sehr schön. Ich gehe hier mal lang einfach. Kommen wir denn hier wieder hoch? Nein, 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 nein. Es grunzt jedenfalls an allen Ecken und Enden. Ja, guten Tag. Kennen Sie den Weg? Wissen Sie, wo es zum Dungeon geht? Ich glaube, der wusste das, aber der wollte uns das nicht verraten. Ja, das sind... Ist aber hier nicht kommen. Oh, da geht's weiter. Sowas liebe ich ja, ne? Eisen? Ne, wenn Elaine jetzt zuguckt, die sagt jetzt immer heiß, kalt. Ich hoffe jetzt... Oh, 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 oh! Sie sagt jetzt heiß. Heiß, heiß, heiß. Aber es ist auch nur ein Zombie-Spawner, ne? Ja. Du alter Affe, du. Was willst du von mir? Ja, es ist ein Zombie-Spawner, aber diesen nehmen wir aus. So macht man das. Rucki-zucki, ne? Nicht lange fackeln. Dann sichern. Kohle. Super. Die nehme ich natürlich mit. Aber erstmal, ne, wir fackeln rings um den Spawner, das müsste gehen. Der dreht sich jetzt schon ganz, ja, nee, der wird dann wieder langsamer. Sollte nichts passieren eigentlich. Aber jetzt gucken wir natürlich mal in die Kisten. Und das ist natürlich auch immer das wirklich Interessante an Dungeons, ne? Die Kisten. Sättel haben wir. Prima. Kakaobohnen. Herrlich. Da kann ich Holzwolle draus machen. Silber. Einen Eimer. Redstone. Und Brot. Ich glaube, da esse ich sogar gerade mal eins. Ja, das war lecker. Ne? Ein bisschen modrig. Modrig und irgendwie feucht hat das geschmeckt. Ne? Ich meine, da wäre auch so eine leichte Schimmelkruste dran gewesen. Aber einen alten Minenarbeiter stört das natürlich überhaupt nicht. Der schnappt sich sogar noch hier die Kisten. Ich lasse den Spawner mal noch. Früher habe ich Spawner immer kaputt gemacht, weil ich Angst hatte und habe gedacht, so schnell kaputt machen, damit da keine Viecher... Na, aber jetzt, wie jetzt sage ich auch, vielleicht kann man den auch gebrauchen. Der ist ja jetzt stillgelegt durch die Beleuchtung. Ja. Prima. Ich weiß nicht, ob wir es noch schaffen. Ich hacke hier noch Holz. Guck mal dann, wie viel Zeit ich schon gedreht habe. Und mache mich langsam auf den Weg zur nächsten Höhle, beziehungsweise zum nächsten Dungeon. Auf Wiedersehen. Bis gleich, mein Lieben.